Ich kann's erklären. Jedenfalls, moin. Ich bin's wieder, Critten, und willkommen zur einer weiteren Episode hier. Und Let's Play ist wahrscheinlich eine der wenigen gerade, dafür, dass ich sehr viele Schritte übersprungen habe, was mir auch sehr leid tut. Und naja, jedenfalls, ich habe Zenith. Ja. Wo ich auch zugeben muss, ist eine echt nice Waffe. Leider ist es auch sperrig und ich habe keinen Bock jetzt, da noch weiter irgendwas daran zu machen. Jedenfalls, was meine Mission ist. Also man sieht schon hier, ich habe Solar Eruption Armor bis auf das mittlere Teil. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen von dem Luminite. Und naja, das werden wir jetzt machen. Man könnte natürlich auch sagen, ich könnte mir Stardust Armor holen, damit ich dann hier diesen neuen Rüstung hier habt, also dort, wo irgendwie seine Stardust Guardian besser ist. Gut, erstmal Gott mal wieder töten. Alter. Das ist schon dead. Wow. Und he dead. Oh, baby. Schon dritte Mal, dass ich ihn bezwungen habe. Monderruption. Cool. Und Luminit 97. Perfekt. Es ist Gewitter. Oh, wunderschön. Und Brusting. Zu dem Outfit, was ich habe. Schön, wie spät ist es? Prismatic Lacewing. Oh, jetzt schon. Gut. Oh, so ein wunderschöner Boss. Na gut, ich werde einfach komplett schießen, weil ich ihn... Das ist gut bei optionalen Bossen. Bye. Oh, sogar die Flügel... So. Danke. Sogar die Flügel und Nightglow. Einfach irgendwie jetzt als quasi richtig Endgame dann die alten Sachen noch zu machen. Und dran das Holz. Oh nein, es ist ein Boss. Welcher Boss? Am Motto spawn doch eh Herzen. Drei. Zwei. Vier. Drei. Zwei. Eins. Noch einer. Letzte Welle. Da, ich hab's geschafft. Yo, das meinten die mit dieser irgendwie schreckende Ernte. No, jetzt sind drei. Yo. Yo, what the f...
Kann man das hinkriegen? Soll man das nicht hinkriegen? Junge, so viel Zeug auf dem Boden. Ich sehe nichts. Der gesamte Hintergrund ist einfach. Der gesamte Hintergrund ist einfach pechschwarz. Is this hell? What the f- Ein Farbstoffwender ist tot, aber ich nicht. Und ich frage mich, wie. Gibt es ein Item-Limit? Weil ich glaube, das werde ich gleich überspringen. Wie viele Punkte brauche ich hier? Oder habe ich zu viele? Zenith ist definitiv zu overpowered. Wyvern, du hast hier nichts zu suchen. Habe ich irgendwas kaputt gemacht, oder? Frag einfach nichts, okay? Steampackerin, frag einfach nicht. Und der Waffenhändler ist auch tot. Ich glaube, das ist das meine Bestrafung, weil ich... Dark Harvest? Ist das meine Bestrafung, weil ich irgendwie schon zu weit im Spiel offscreen gegangen bin? Und das alles nur, weil ich die Halloween-Saison will. Oh mein Gott. Gut, das verlangt nach Vicky. Da steht irgendwie nichts. Wahrscheinlich muss ich einfach nur warten, bis Tag wieder anbricht oder so. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Yo, what the f- Und die Mechanikerin ist auch tot. Junge, auf die Minimap, hier sind einfach überall. Jo.
Ja, genau, das Madness. Da. Danke. Spinnei habe ich auch schon. Schwarze Fienschaft, was ich da. Wildemauszepter lasse ich auch noch da. Also eine Ansicht brauche ich gar nicht. Das ist einfach alles hier komplett. Chaos. Oh. Also Stella, frag einfach nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, das war die Rache dafür. Welches ist, wenn die Staubsauger spielen und einfach durch alles hier komplett trashen? Irgendwann Schriftrolle weg. Was haben wir noch hier? Dark Harvest auch weg. Jo, ich hab 10 Platin. Oh boy, dafür brauche ich jetzt mal ein paar Truhen. Schauriger Truhen. Und ach, hier rum der Farbstoffhändler ist angekommen. Danke. Und nicht, was mit deinem Vorgänger passiert ist. Da wurde komplett gemetzelt. Uff. Ich habe 36 von diesen Trophäen. Gut. Lass erstmal gucken hier, was haben die? Das Neues? Cyberrüstung? Sagt genau, was es verspricht. Stimmt, der hat keinen Shop. Die hat anscheinend nichts. Wieder kennt auch Tintenfisch. Oh! No Squid, no Kid now. Das ist nice. Was ist auch noch Splatoon? Referenz. Ich habe 298 explosiven Kürbislaternen. Das ist wenig dafür. Ah, Spinnen lasse ich mal da oben. Hoffentlich nicht zu lang, sonst schlüpft es noch. Comedy. Maroon. Stimmt, ich habe den Schneider auch nicht. Okay. Drahtbedeckung.
Oh Gott, wie es aussieht. Kessel. Cool. Verkauft die noch was? Anscheinend nicht. Sandsturm sogar. Aber nichts Besonderes. Wow. Oh, hier ist ja noch eins von diesen Fledermaus-Zepter. Gegner angreifen. Ach, guck mal, sogar so ein Mana-Kuchen. Tja, ich denke mal, das war's für die Episode. Ich wollte es ein bisschen kurz halten. Ich werde noch hier aufscreen ein bisschen nach Goodie Bags gucken. Ich glaube nicht, dass da irgendwas neu sein wird. Aber ja, das war Gritten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.